Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Wir haben hier einiges freigeschaltet, sehe ich gerade. Das war mir gar nicht aufgefallen. Dann brauchen wir natürlich doch noch den Zauber hier. Die Magie bewirkt. Vielleicht sollte ich mir alles auf beiden Seiten des Torbogens ansehen. Ja, erstmal auf der hier. Dann können wir hier nämlich die Kisten abstauben. Statuen. Oh, ja. Aua. Bin ich denn hier hingekommen? Ich bekomme hier nichts geschenkt. Nee, und ich habe jetzt vor allen Dingen keinen Trank mehr. Das ist ein bisschen schade. Oh oh. Die werden doch bestimmt auch noch aktiv. Da ist das Tor. Da ist noch eine Kiste. Mist. Muss ich den darüber wuchten? Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Muss ich durch das Tor? Ist aber natürlich die Frage, wie sieht das auf der anderen Seite von dem Tor da aus? Oh, komme ich gar nicht mehr hin. Ist das hier wieder weg?
Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Ja, von der Seite hier bringt er mir, glaube ich, nicht viel. Ah, da kommen wir der Sache schon näher. Klassischer Hut. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder durchlaufen. Jetzt haben wir das nämlich auf der anderen Seite unserer. Genau, sehr gut. Hier rüste ich aber gerade mal um. Den brauchen wir noch. Dass wir da hinkommen. Gewöhne ich mich nie. Münzen. Revelio. Trank wäre hilfreicher. Wenn hier so Eier sind, dann sind doch bestimmt genau. Aua, bin ich rechtzeitig weggekommen? Oh oh. Ja. Wir versuchen es erneut. Da muss ich jetzt gucken, dass ich ohne Gesundheitstränke durchkomme. Daran gewöhne ich mich nie. Können wir vielleicht die Alraunen noch einsetzen und unsere Steinhaut. Aua. Muss gerade mal gucken, ich brauche hier dann eher den da. Oh oh. Den habe ich nicht gesehen. Wo kam der denn her? Von hinten.
Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Daran gewöhne ich mich nie. So. Da brauche ich ja zum einen mal das da. Und hier gehen wir auf das oder auf Maximus. Erstmal auf das hier. Oh oh. Haben wir es geschafft? Halleluja. Huh. Jetzt müssen wir zumindest mal kurz wieder warten, bis wir genug Energie haben. So. Ich habe gerade keine Idee, wofür die zwei da sind. Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Auf der das. So war das nicht gedacht. Und
So. Da müssen wir noch rüber. Na. Das werden wir doch noch schaffen. Nein. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Knapp. Na, 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 na. Ach so, die habe ich schon leer gemacht. Ja, ja, ist gut. So. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder darüber. Ups. Okay. So. Da kann ich noch, aber da brauche ich nirgends hin. Da ist nichts. Ach so. Sie muss es loslassen, natürlich. Sonst funktioniert das nicht. Ist die Frage, ob das irgendwas bringt bei den Rittern. Vor allen Dingen, wie viele kommen noch? Das wäre mal interessant. Machen wir hier gerade mal besser den oder den da. Oder den. Moment, der bringt schon mal nichts.
Aua. Okay, müssen wir besser timen. Das dürfte die letzte Stufe sein, vermute ich. So, da braucht man natürlich dann eher... Oder wir nehmen den da. Flüchten. Holla, wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Der ist heftig. Aua. Das ist echt heftig. Eieieiei. Der hat es in sich. Och nö, nicht schon wieder. Müssen wir die Dudes nochmal alle besiegen? Ich versuche es jetzt noch einmal und dann pausiere ich erstmal. Also dann werde ich ja die Aufnahme erstmal. Das gefällt mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Helfen die hier? Ups. Ups.
Jetzt versuche ich es natürlich nochmal. Das war jetzt peinlich. Also die Alraunen helfen da nicht. Oh, ich habe mega Powertränke gekriegt. Das ist cool. Kohlkörper helfen vermutlich auch nicht, oder? Revelio hilft natürlich nicht. Nein! Ich versuch's nochmal. Kriegen wir nochmal Powertränke? Halbe Stunde ist ja eh noch nicht um. Nein. Ja, wir haben Powertränke gekriegt. Sehr schön. Aua. Na. Nein. Nein, nicht runterfallen. So, Moment. Irgendeinem Handbuch hier sollte ich rausfinden, wo deren Schwachstellen liegen. Eulenposten, ne? Wo finde ich das denn? Sammlungen, da war das, glaube ich, ne? Erscheinungsbilder, Gegner. Hier sehen wir die Schwachstellen. Denkarium Schildwaffe. Alte Magie schafft immer wieder neue Waffen, wenn sie sich alte. Sie können unbegrenzt aus der Ferne angreifen. Schützen Geheimnisse alter Magie sind schnell und mächtig, aber anfällig für eine Vielzahl von Zaubersprüchen. Entwaffnung ist eine nützliche Technik. Doch sie wird neue Waffen schaffen. Entwaffnungen. Wie kriegen wir Entwaffnung? Das verlangsamt Objekte. Lässt schweben. Transformation. Wo hätten wir denn Entwaffnung? Ist das hier? Tötet Gegner sofort. Oh, das wäre natürlich gut. Unverzeihlicher Fluch. Wie entwaffne ich denn? Das können wir aber auf jeden Fall mal dahin tun. Thank you.
Aua. Nein! Wieso schubst dieses Blöde mich da runter? Dieses Blöde, ja. Einen Versuch machen wir noch und dann beende ich das an dieser Stelle. Dann mache ich, also beende ich die Aufnahme und mache dann in der nächsten mal weiter. So, hier müssen wir natürlich noch den. Dann nehmen wir, glaube ich, besser den da. Das gefällt mir gar nicht. Entschuldigung, dass es gerade so still war, aber ich musste mich etwas konzentrieren. Boah, der ist unglaublich. Ich habe hier auch nichts, was ich werfen kann. Aua. Mann, den kriege ich nicht.
Das soll Stufe 11 sein. Empfohlene Stufe. Moment. Nein! Oh, ja, okay, das mache ich dann demnächst weiter. Ich beende die Folge erstmal an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal mit dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.